Hallo, guten Tag und Dobber Dan hier auf meinem Kanal. Ich bin Jan Jugo, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich hoffe, ihr habt alle einen wunderbaren Tag. Heute nochmal ein Video aus Staffel 6 von Vigor, bevor es dann weitergeht mit Season 7. Und ich probiere immer neue Sachen aus und ich finde auch, ich habe schon so viele Runden gespielt, ich finde immer noch neue Sachen heraus. Und das macht so Spaß bei Vigor. Und heute gibt es einen sehr, 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 sehr geilen Spot, den ich entdeckt habe, wo ich wirklich, das Feld dominiert habe. Kann man das so sagen? Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ansonsten seht ihr es jetzt im Gameplay. Ein sehr guter Spot, von dem man aus wirklich viel im Überblick hat und wo man auch nicht so leicht draufkommt, aber ihr seht es, wie ich das heute durch Zufall herausfinde. Also, so krass ist es jetzt auch nicht. Checkt das einfach mal ab und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne danach ein Feedback in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, alles Gute, euer Jan Jugo und jetzt, let's go! Hallo und herzlich willkommen im Winterwunderland. Hier sind wir im Dwergwald. Wo ist denn der Signaldetektor? Ah, hier hinten. Yo, yo, da gehen wir mal hin. Aber erstmal gehen wir zu dieser roten Kiste. Checken, was hier drin ist. Ein paar Nägel. Und wenn das Haus hier schon steht, man kann einmal reingucken. Da ist nur das Telefon. Ich habe keinen Bock aufs Telefon. Oh, beim Signaldetektor ist sogar jemand. Schick. Oder sollten wir vielleicht hochgehen zum Tresor mit Zeitschloss? Planänderung. Wir gehen zum Zeitschloss. Zum Tresor. Ja. So, aufpassen jetzt. Ich bin doch hier nicht alleine. Ein Schalter ist da hinten an der Tür. Okay. Irgendwo sind Gunfights. Ah. Ich glaube, wir werden schon erwartet. Irgendwo ist er. Ich weiß noch nicht wo. Entweder hier hinter dieser Tür. Draußen. Oder hier um Ecke. Lass mal ein bisschen looten. Wir könnten, können wir einen Mörseranschlag dahin machen, nach draußen? Ja. Let's go! Können wir aufs Haus springen? Yes. Cool, wo ist der Typ? Der andere Schalter ist übrigens hier. Wo versteckt sich der Typ? Ist er im Haus? Habe ich nicht gesehen? Und wo ist überhaupt der Tresor? Auch im Haus. Habe ich auch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Der andere Tresor wird geknackt. Ha. Da hinten. Jetzt
kann ich ihn nicht mehr sehen, aber da hinten ist er entweder weggerannt oder versteckt sich hinter dem Auto. Schlecht, ich kann es nicht sehen. Verdammt. Ich glaube, er sitzt hier in der Ecke. Wusste ich, ist noch jemand. Ich sehe dich, Digga, ich sehe dich. Komm, 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 komm. Headshot. So, wo ist Nummer 2? Wo ist der andere? Ist der hier noch? Ich denke ja. Aber wo versteckt er sich denn? Okay, wir könnten auch die Deathbox looten gehen. Aber... Wo ist denn der? Ach, der ist ja da hinten. Ich höre ihn noch. Ich höre ihn noch. Da. Mann. Wir holen den uns jetzt. So, hab ihn. Aber hat der gerade einfach nur wild um sich geschossen oder ist hier noch jemand? Das ist jetzt die Frage. Cool, wir haben ein zweites Gewehr bekommen. Aber... Ich weiß nicht, ob hier noch jemand ist. Das Ding ist, wir gehen jetzt erstmal hoch. Hier lag gerade noch Nahrung. Das habe ich doch gerade noch gesehen. Hey, Nahrung holen wir uns auf jeden Fall noch. Hier lag gerade irgendwo... Oh, hier liegt auch noch Dünger. Nee, doch nicht. Wo war denn hier gerade? Ich bin doch gerade hier an Nahrung vorbeigelaufen. Da. Wollte doch sagen. So. Mir geht nichts. Verdammt. Jetzt holen wir uns noch den Loot aus der Deathbox von dem Typen, der da oben auf dem Berg war.
Mal gucken, was der so Schönes dabei hat oder hatte. Oh, wow. Ist ja der Hammer. Sogar einen tragbaren Signaldetektor. Übelst gut. Und wollen wir das VZ-Gewehr mitnehmen? Warum nicht? Okay. Folgendes. Ich habe kaum noch Platz im Inventar. Ich muss ein bisschen was löschen, weil da wartet ja auch immer noch der Tresor mit Zeitschloss. Also auf jeden Fall viel Munition rauslöschen. Waffe und diese Pistole und das Messer weg, brauchen wir auch nicht. Das noch raus. Das noch raus. Hä? Wieso kann ich das nicht zerstören? Okay. Okay, dann geht's halt nicht raus. Okay. Alarmfalle brauche ich nicht. Habe ich genug von. Koffein ist gut. Ja, ansonsten. Schick bis jetzt. Jetzt holen wir uns noch ein bisschen Superloot aus dem Tresor. Mal gucken, was da noch so drin liegt. Hier ist auch noch Nahrung. Oh mein Gott, sehr gut. Ach da. Kurz verwirrt. Hier ist der Schalter. Nummer 1. Und hier ist Schalter 2. Erstmal nachladen, das nervt total. Es passiert mir sehr oft, dass ich statt Aktivität auslösen einfach nachlade. Das ist ein bisschen nervig. Wo ist denn jetzt der Tresor mit Zeitschloss überhaupt? Hä? Achso, der ist im anderen Haus. Der ist im anderen Haus. Hier sind nur die Schalter. Okay. Leicht verwirrt. Hier ist er drin. Ah, moin. Kurz einmal umgucken, nicht, dass hier jemand campt. Gibt ja so Hardcore-Leute. Schick, schick, schick. Dann nehmen wir auf jeden Fall das mit, das mit. Chemikalien. Materialien. Draht. Nägel. Alles, was das Herz begehrt hier. So. Für den Rest haben wir leider keinen Platz mehr. Ich würde es mir so wünschen, einfach einen größeren Rucksack zu haben. Irgendwie müssen sie es mal machen, dass man mehr mitnehmen kann. Der Abwurf ist schon längst geholt. Dann wollen wir uns verabschieden. Puh. Oh, wo ist denn der, der den Abwurf hat? Wo rennt der denn hin? Ah, da unten. Okay, das wäre es jetzt doch gewesen, wenn der in meine Richtung gekommen wäre, aber nein. Da hinten ist der Ausgang. Und wir haben es geschafft. Wir haben die Taschen randvoll. Haben gut gespielt. Die Position auf dem Dach oben war einfach super gut. Jo. Nice. Hat richtig Spaß gemacht. Jetzt, komm schon. Countdown starten und dann sagen wir ciao. Bis zum nächsten Mal.